Jo, was geht? Heute leider kein Skate-Edit, aber dafür Reaction-Videos. Da ich ein Bänderriss habe wegen einem Skate-Unfall, kann ich leider für 6 Wochen nicht skaten. Aber ich dachte mir so, okay, machst du mal Skate-Reactions, paar Videos reinziehen und vielleicht mal darauf reagieren. Vielleicht gefällt euch das, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und so, willkommen zu meinem ersten Reaktionsvideo auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute die Schattenseiten, besser gesagt die schönen und die schlechten Seiten vom Skating. Das können wir am besten machen, wenn wir auf Videos reagieren. Demnach schauen wir uns das erste Video mal an. Das ist ein Competition. Krass. Also ihr seht hier, krasse Aufnahmen. Krasse Grinds, natürlich mit so einem Pennyboard. Boah. Das ist schon ein krass. Was? Das muss man auch sehen, aber das andere hat keinen Sinn gemacht. Wie ist das der beste Beispiel? Wie oft? Wie oft hat der das versucht zu schaffen, ohne hinzufliegen? Weil das ist schwer. Das ist sehr, sehr schön. Und wenn du auch den Kickflip brauchst, oh krass. Aber hier kommt jetzt ein Paradebeispiel, wie es nicht aussehen sollte. Das lag daran, weil er Mongo gepusht hat. Niemals Mongo pushen. Niemals. Habt ihr nicht verstanden? Niemals. Bitte, Dankeschön. Genau, die ganzen Bilder, die ihr seht, vom Thrasher oder von Instagram, alles Mögliche, sind immer perfekt. Aber wie das Skateboarding an sich gibt es keinen perfekten Zustand, denn im Endeffekt muss man Fehler machen, um besser zu werden. Das werden wir gleich nochmal sehen. Wow. Hier sieht man auf jeden Fall, wie oft er es gemacht haben muss, denn das hinzukriegen ist sehr schwer. So, ihr seht auf jeden Fall, perfekt, alles schön smooth, alles perfekt. Dann gibt es noch die andere Seite vom Skating. Das ist nämlich die Slam-Seite. Besser gesagt, die Schattenseite. Und da, wo die krassen Slams passieren. Also, wenn ihr auf jeden Fall schlechte Erfahrungen mit sowas habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr sowas nicht sehen könnt, dann schreibt auf jeden Fall weg. Weil ab jetzt wird das genau so. Ja. Das sind halt sehr schlimme Fälle, sag ich schon ehrlich. Also man sieht auf jeden Fall, das sind sehr krasse Fälle. Boah, der war schlimm, der war schlimm. Ja. Sowas muss man halt in Kauf nehmen, wenn man halt sich immer steigern möchte. Natürlich müssen nicht diese Level erreichen, weil das sind schon krasse Sprünge, die wir machen. Das sind wirklich Next Level, das sind Profi-Level-Tricks, sag ich mal so. Weil ein normaler Casual Skate oder allgemein Amateurskate wird sowas niemals machen. Okay, das kann jedem passieren. Aber sowas zum Beispiel, das ist echt. Das sind harte, harte Baits. Also zum Beispiel, was mir passiert ist, beispielsweise, ist, dass ich bei einem Trick einfach umknickt bin. Das kann auch passieren. Das sind so kleine Fails, Baits, die einen 6 Wochen kosten, wie beispielsweise bei mir. Das sind halt die Schattenseiten. Aber auf der anderen Seite macht es Spaß. Es ist halt, man muss halt abwägen. Man muss abwägen, inwiefern man Spaß damit hat, wie weit man gehen möchte oder allgemein, wie viel man überhaupt riskieren möchte. Es ist ja nicht so, dass jeder sagt, okay, du musst machen. Nein, du musst nicht. Wenn du einfach damit rumfahren willst, dann fahr damit rum. Wenn du Tricks machen möchtest, dann mach Tricks. Wenn du nur Pool fahren möchtest, dann fahr nur im Pool. So, es liegt in deiner Hand, du musst niemandem was beweisen, du musst niemandem deine besten Tricks zeigen. Das ist das Gute an Skating, die Community ist so aufgebaut, das juckt keinen. So, mach dein Ding und das war's. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und tschüss.